Auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen eCoffee-Lecture. Mein Name ist Ariane Retzer und gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Werner Dees möchten wir Ihnen gerne JLU Data näher vorstellen. Dazu werde ich zunächst eine kleine Einführung geben und im Anschluss beantworten wir dann gern Ihre Fragen. JLU Data ist das neue Forschungsdatenrepositorium der JLU und es ist kürzlich online gegangen im Dezember des letzten Jahres und bietet den Forschenden an der JLU nunmehr die Möglichkeit, digitale Forschungsdaten unterschiedlichster Art mit wenigen Klicks zu veröffentlichen und dauerhaft aufzubewahren. Der Service ist Teil einer neuen Publikationsplattform der Universitätsbibliothek, die den Namen JLU Pub trägt. Und hier wird es perspektivisch auch möglich sein, Textpublikationen zugänglich zu machen. Und dann wird JLU Pub die bisherige Publikationsplattform, die Gießener Elektronische Bibliothek, die GAP ablösen. Die Entwicklung und auch die zukünftige Optimierung von JLU Data erfolgte bzw. erfolgt durch die Universitätsbibliothek in Abstimmung mit der Stabsabteilung Forschung und dem Hochschulrechenzentrum. Und das Hochschulrechenzentrum stellt auch die nötige Server- und Speicherinfrastruktur zur Verfügung. Bei der Entwicklung wurden außerdem Standards berücksichtigt, die im Rahmen des HEFTI-Projektes erarbeitet wurden. HEFTI ist ein Verbundprojekt, in dem sich hessische Hochschulen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Forschungsdateninfrastrukturen aufzubauen. Und dazu gehört beispielsweise auch die Implementierung von solchen fachübergreifenden Forschungsdatenrepositorien. Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, Forschungsdaten zu publizieren. Einerseits können publizierte Datensätze die Sichtbarkeit der eigenen Forschung natürlich erhöhen. Sie bieten aber auch für andere Forschende, und zwar weltweit, Erkenntnispotenziale, wenn diese also auf publizierte Datensätze zugreifen können. Publizierte Datensätze können, sofern dies entsprechend geregelt wurde, auch nachgenutzt werden, um dann beispielsweise neuartige Fragestellungen zu untersuchen. Und damit lassen sich letztlich natürlich Doppelarbeit vermeiden und Kosten reduzieren, weil also die Daten nicht mehrfach erhoben werden müssen, sondern einmal erhobene Daten mehrfach genutzt werden können. Und aufgrund dieser vielen Vorteile, die also das Data Sharing bietet, sprechen sich inzwischen auch Forschungsförderer dafür aus, Forschungsdaten zu publizieren. Beispielsweise heißt es in den 2019 von der DFG veröffentlichten Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis, dass also Forschungsdaten, die einer Publikation zugrunde liegen, wann immer dies möglich ist, in anerkannten Repositorien gemäß den sogenannten FAIR-Prinzipien hinterlegt werden sollten, unter anderem um die Nachnutzung zu ermöglichen. Die Anwendung der FAIR-Prinzipien soll dazu beitragen, dass digitale Forschungsdaten besser auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind. Das wurde auch, oder diese FAIR-Prinzipien wurden auch bei der Entwicklung von JLU Data berücksichtigt. So wird hier jeder Forschungsdatenpublikation ein bei DataCite registrierter persistenter Identifikator, ein DOI, zugewiesen. Die Forschungsdatenpublikationen werden mit Hilfe von Metadaten beschrieben, gemäß dem anerkannten Dublin Core Standard. Sie können JLU Data durchsuchen nach Forschungsdatenpublikationen. Es ist aber nicht nur durchsuchbar, sondern die Auffindbarkeit von Forschungsdatenpublikationen ist auch gewährleistet über Suchmaschinen. Die Forschungsdatenpublikationen können mithilfe von standardisierten Kommunikationsprotokollen abgerufen werden und die Interoperabilität wird durch die Anwendung von kontrolliertem Vokabular sichergestellt. Und auch die Wiederverwendbarkeit wird ermöglicht, indem Sie also mithilfe von Open Access Lizenzen festlegen können, wie die Daten dann schließlich von anderen genutzt werden können. Auf diesen Punkt gehe ich gleich auch noch etwas genauer ein. Ich möchte Ihnen im Folgenden anhand eines praktischen Beispiels einmal zeigen, wie Sie jetzt Ihre Daten bei JLU Data veröffentlichen können. Dazu gehe ich von einem Beispieldatensatz aus, der also die Ergebnisse einer quantitativen Befragung zur Nutzungszufriedenheit von Bibliotheksbesuchern umfasst. Dieser Datensatz ist auch bereits publiziert bei JLU Data und anhand dieses Datensatzes möchte ich Ihnen einmal, wie gesagt, zeigen, wie Sie Ihre Daten publizieren können. Wenn Sie Daten veröffentlichen möchten, dann melden Sie sich zunächst über JLU Pub an. Oben rechts können Sie sich einloggen und geben dann Ihre G- bzw. S-Kennung ein. Und nach dem Login
können Sie dann eine neue Veröffentlichung starten. Dazu wählen Sie zunächst eine entsprechende Sammlung aus. In diesem Fall wäre das also die Sammlung Forschungsdaten. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass Sie Ihre Publikation mithilfe der schon erwähnten Metadaten näher beschreiben. Dadurch können Sie einmal die Auffindbarkeit optimieren Ihrer Publikation, andererseits aber auch durch erläuternde Hinweise sicherstellen, dass andere Ihre Daten letztlich auch verstehen können. Und das ist natürlich wichtig für die Nachnutzung. Wir gehen, wie gesagt, von unserem praktischen Beispiel aus. Und dazu habe ich einmal die Felder, die dann Sie selbst für Ihre Forschungsdatenpublikation ausfüllen würden, für unser Beispiel vorausgefüllt. Es handelt sich also in unserem Fall um ein Datenset. Man gibt jeweils immer den Titel der Forschungsdatenpublikation ein. Ebenso werden die Personen benannt, die an der Erstellung des Datensatzes beteiligt waren. Sie geben das Datum der Veröffentlichung an. Wir würden in unserem Beispiel den Datensatz heute das erste Mal veröffentlichen, würden also das aktuelle Datum, also heute, angeben. Sie wählen außerdem den Fachbereich aus, beziehungsweise die Einrichtung an der JLU, an dem die Daten letztlich erhoben wurden. Sie können außerdem Ihren Datensatz verknüpfen mit einer Publikation, in der dann schließlich die Daten ausgewertet wurden, indem Sie hier eine URL eintragen. Sie können außerdem thematisch passende Schlagwörter vergeben, um nochmal den Inhalt Ihrer Datenpublikation knapp zu umreißen damit. Und Sie nehmen auch eine fachliche Zuordnung vor, indem Sie also hier aus solchen vorgegebenen Fachkategorien auswählen. Dann gibt es außerdem die Möglichkeit, in einem Freitextfeld erläuternde Hinweise zu geben. Hier können Sie also beispielsweise Informationen dazu geben, wie Ihre Daten etwa zu öffnen, zu lesen oder zu bearbeiten sind. Sollten Ihre Daten im Rahmen eines Drittmittelprojektes entstanden sein oder im Rahmen eines Projektes entstanden sein, dann können Sie auch das Projekt näher benennen oder das entsprechende Förderkennzeichen angeben und die fördernde Institution benennen. Wenn Sie alle erforderlichen Daten ausgefüllt haben, dann fahren Sie mit Klick auf Weiter fort. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, die Datei bzw. die Dateien, die Ihre Daten enthalten, hochzuladen. Können Sie einfach auf Ihrem Rechner nach der entsprechenden Datei suchen und diese auswählen, dann die Datei hochladen. Und es ist an dieser Stelle also möglich, Dateien mit einer maximalen Größe von 2 GB hochzuladen. Falls Sie größere Dateien oder Datenmengen hochladen möchten, dann schreiben Sie bitte eine Nachricht an jlupub@bipsis.unigiessen.de. Nach dem erfolgreichen Upload werden Ihnen dann auch die hochgeladenen Dateien angezeigt. Und wenn alles passend ist, können Sie wieder mit Klick auf Weiter fortfahren. Im nächsten Schritt können Sie dann Ihre eingegebenen Daten noch einmal überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Das heißt, Sie können hier zurückkehren zu der schon eben gezeigten Eingabemaske und noch Änderungen vornehmen, falls Sie etwas korrigieren möchten. Sie haben also im Überblick Ihre eingegebenen Daten nochmal gesehen. Und wenn auch hier alles passend ist, würden Sie ebenfalls mit Weiter fortfahren. Im nächsten Schritt geht es dann darum, eine sogenannte Creative Commons Lizenz auszuwählen. Das ist also eine solche Open Access Lizenz, die ich vorhin bereits erwähnt hatte. Und mit Hilfe dieser Creative Commons Lizenz können Sie also festlegen, wie Ihre Daten von anderen genutzt werden können. Dazu wählen Sie im Dropdown-Menü zunächst Creative Commons aus und dann beantworten Sie noch 2 Fragen und hier geben Sie einmal an, ob Sie zulassen möchten, dass also Ihre Daten von anderen kommerziell genutzt werden und Sie geben an, ob Ihre Daten von anderen auch abgewandelt oder bearbeitet werden können. Wie Sie gesehen haben, können Sie da auch immer noch erläuternde Hinweise aufrufen. Und ich habe hier im Beispiel mal beide Fragen mit Ja beantwortet. Damit habe ich eine sogenannte CC BY-Lizenz ausgewählt. Bei einer CC BY-Lizenz ist es also so, dass Ihre Daten von anderen genutzt. Die Daten könnten bearbeitet werden, auch von anderen. Andere können Ihre Daten weitergeben, allerdings immer unter der Voraussetzung, dass Sie als derjenige benannt werden, der also diese Daten ursprünglich erhoben hat. Hier sieht man noch einmal, welche weiteren Creative Commons Lizenzen ausgewählt werden könnten, je nachdem, wie Sie die Fragen dann jeweils beantworten.
Sie könnten beispielsweise auch die Frage nach der kommerziellen Nutzung mit Nein beantworten und würden damit eine CC BY-NC-Lizenz auswählen. Sie könnten aber auch beide Fragen mit Nein beantworten und würden damit eine CC BY-NC-ND-Lizenz auswählen. Share-alike würde bedeuten, dass Ihre Daten von anderen bearbeitet werden könnten, dass dann aber die Weitergabe dieser bearbeiteten Daten nur unter gleichen Bedingungen, also unter Verwendung der gleichen Lizenz möglich ist. Wie Sie vielleicht im Dropdown-Menü gesehen haben, besteht außerdem die Möglichkeit, eine sogenannte CC0-Lizenz auszuwählen. Hier haben andere die Möglichkeit, ihre Daten zu teilen, zu bearbeiten und auch kommerziell zu nutzen, ohne dass Sie als derjenige, der die Daten ursprünglich erhoben hat, genannt werden müsste. Wenn Sie gern weitere Informationen zu den Creative Commons Lizenzen erhalten möchten, dann empfehle ich Ihnen ein YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar hat mein Kollege Frank Waldschmidt-Dietz in einer vergangenen Coffee Lecture bereits die Creative Commons Lizenzen näher vorgestellt. Und da können Sie auch gern nochmal reinschauen. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, dass Sie keine solche CC-Lizenz auswählen. Dann gelten die Bestimmungen des Veröffentlichungsvertrages und das führt mich zum nächsten Schritt. Sie müssen also abschließend, bevor Ihre Daten über das Repositorium zugänglich gemacht werden können, dem Veröffentlichungsvertrag zustimmen. Dieser Veröffentlichungsvertrag ist also einsehbar an dieser Stelle und er regelt das rechtliche Verhältnis zwischen Ihnen und der JLU, legt hierin also Rechte und Pflichten fest. Die JLU verpflichtet sich hierin beispielsweise sicherzustellen, dass Ihre Forschungsdaten dauerhaft und zuverlässig zitierbar sind, also Ihre Forschungsdatenpublikation zitierbar ist. Und Sie selbst sichern hierzu, dass Sie sich beispielsweise an datenschutzrechtliche Bestimmungen halten, die beispielsweise den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln. Sie können diesem Veröffentlichungsvertrag zustimmen, indem Sie das Häkchen hier unten setzen und dann Ihre Veröffentlichung abschließen. Hier sehen Sie dann noch einmal die genannten Schritte im Überblick. Und wenn Sie Ihre Veröffentlichung abgeschlossen haben, dann werden Ihre Angaben von der Universitätsbibliothek geprüft. Sollten sich dabei Rückfragen ergeben, nimmt die Universitätsbibliothek nochmal Kontakt mit Ihnen auf, bevor dann letztlich Ihre Datenpublikation dann auf JLU Data zur Verfügung gestellt wird. Und abschließend sehen Sie hier nochmal, wie das dann aussieht, wenn eine solche Datenpublikation auf JLU Data dann veröffentlicht wurde. Und damit möchte ich gern die kleine Einführung schließen. Hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Wir stehen jetzt gern noch für Fragen zur Verfügung und sollten sich im Nachgang zu dieser Coffee Lecture noch Fragen ergeben, dann können Sie sich auch gern an forschungsdaten@unigiessen.de wenden. Vielen Dank.